Oh, herzlich willkommen zur 21. Vorlesung über amortisierte Analyse. Bevor wir anfangen, habt ihr wieder die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen zu den letzten Themen über Graphen, weil heute fangen wir mit dem letzten Themenblock an. Nochmal fortgeschrittene Algorithmentechniken. Es sind jetzt noch insgesamt 4 Vorlesungen und dann sind wir fertig. Gibt es irgendwelche Fragen? Eine Person sehe ich tippen. Dürfen wir auch ein DIN A4-Blatt in der Klausur benutzen, die auf dem Tablet geschrieben wurde? Ja, solange es handgeschrieben ist, das auf dem Tablet gemacht habe und dann ausgedruckt habe, das ist für mich in Ordnung. Es soll halt nicht getippt sein, weil wenn man tippt und das Ganze auf Schriftgröße 1 oder 2 packt, dann kriegt man halt extrem viel drauf. Und das wollen wir nicht. Es soll schon handgeschrieben sein. So, dann starten wir doch mal mit dem heutigen Thema. Als Einstiegsbeispiel die Hash-Tabellen. Wir haben uns ja schon mal Hash-Tabellen recht früh in der Vorlesung angeschaut. Wir hatten da unterschiedliche Sondierungsmethoden. Und bei der Hash-Tabelle ist halt das Problem, man weiß am Anfang noch nicht, wie viele Elemente man später mal speichern will. Das heißt, die Frage, die man sich da stellen muss, ist, wie groß soll ich die Hash-Tabelle denn jetzt machen? Also wie groß soll das Array sein, in dem ich alle Zahlen speichere? Habt ihr dafür einen Vorschlag? Wie groß machen wir unsere Hash-Tabelle? Überlegen. Kommt darauf an, wie viele Hash-Werte wir brauchen. Das ist richtig. Also egal, wie groß wir unsere Hash-Tabelle machen, es kann immer jemand kommen und gibt uns halt nochmal einen Wert mehr, der dann nicht reinpasst. Und damit ist die Hash-Tabelle zu groß. Das heißt, egal welche Antwort ihr mir gebt, das ist immer falsch. Wenn er eine Million macht, dann gebe ich euch halt alle Millionen und Eins Elemente und dann passt es auch nicht. Grundsätzlich soll sie natürlich immer so groß wie nötig sein, dass alles reinpasst, aber so klein wie möglich, damit auch unsere Operationen nicht zu lang dauern und wir nicht so viel Speicherplatz benutzen. Und genau, Herr Wokeke, dann machen wir das Ganze dynamisch. Wir wollen zum einen, dass die Tabelle Überläufe verhindern und zum anderen, dass die ineffizient werden. Und wenn wir die maximale Anzahl vorab nicht kennen, dann machen wir das halt mit dynamischen Tabellen. Dynamische Tabellen selber hatten wir jetzt noch nicht, aber auf dem fünften Übungsblatt in der ersten Aufgabe habt ihr dynamische Stapel gemacht. Und das ist ja sehr ähnlich. Die Stapel, die haben wir ja auch durch Arrays implementiert. Wie schaut das Ganze also aus? Wir starten einfach mal mit einem Array der Größe 1. Da können wir also ein Element drin reinspeichern. Das heißt, wenn wir jetzt die 1 einfügen, dann kommt die jetzt hier an diese Stelle. Wenn wir jetzt das zweite Mal ein Element einfügen, dann ist da natürlich kein Platz für. Also machen wir das dynamisch wie auf dem Übungsblatt. Wir fordern ein Array an, das doppelt so groß ist. Also hier eine Tabelle. Das heißt, wir machen hier jetzt ein Array, das hat Größe 2. Jetzt müssen wir hier nochmal das eine Element rüber kopieren, weil wir bei uns im Speicher nicht einfach sagen können, okay, das Array wird jetzt einfach größer. Wir müssen wirklich ein neues Array machen und wir müssen da alles rüberpacken. Wenn es euch daran erinnert, wie das im Speichermodell ausschaut, es kann sein, dass wir irgendwo unser Array haben und an der nächsten Stelle im Speicher steht schon wieder irgendeine andere Zahl.
Das heißt, wir können das jetzt nicht einfach vergrößern. Wir müssen jetzt tatsächlich zu unserem Computer sagen, gib mir ein neues Array, Größe 2. Wir kopieren einen Wert hier rüber, die 1 an diese Stelle. Und dann können wir das hier wieder freigeben. Also können den Speicher freigeben, können ihm sagen, okay, den darfst du jetzt wieder benutzen für andere Sachen, den braucht man nicht mehr. Und jetzt wird die 2 an der Stelle hier eingefügt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder weitermachen, wir fügen jetzt eine 3 ein, dann sehen wir, ah, unser Array ist wieder voll. Wir müssen erst das Ganze nochmal wiederholen. Wir machen wieder ein Array, das doppelte Größe hat, also Größe 4. Da kopieren wir jetzt diese 2 Werte rüber und geben dieses Array wieder frei und packen noch die 3 in das letzte Feld. Bei der 4 ist jetzt alles in Ordnung, da ist noch Platz für, die können wir einfach reinpacken, aber bei der 5 müssen wir das Ganze wieder rüber kopieren, doppelt so großes Array, alles rüber, altes Array freigeben und neue Zahl reinschreiben. Bei 6, 7 und 8 geht es dann wieder ganz normal weiter. Bei den Stapeln haben wir das dann auch nochmal erweitert, dass wir auch das Array wieder verkleinern können, also dass wir Elemente löschen. Und da ist dann die übliche Herangehensweise, wenn unser Array jetzt nur noch zu einem Drittel voll ist, dann nimmt man wieder ein neues, das nur noch halb so groß ist oder das nur noch ein Drittel so groß ist, je nachdem. Und wenn man das macht, dann kriegt man da amortisiert gute Laufzeiten hin. Das ist eben das, was wir heute machen wollen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, wie ist denn jetzt tatsächlich die Laufzeit? Also, welche Laufzeit benötigen wir denn jetzt, wenn wir n Einfügeoperationen machen? Und wir wollen uns wie meistens die Worst-Case-Laufzeit anschauen, also die Laufzeit im schlechtesten Fall. Was ist hier die Antwort? Wie viel Zeit brauchen wir? Dürft ruhig raten. N Quadrat. N log n. Okay. Also, wie kommt man auf die beiden Zahlen? N Quadrat ist, wir müssen im schlechtesten Fall hier n Elemente rüber kopieren. Wir fügen n mal ein. Also, im schlechtesten Fall müssen wir halt n mal n Elemente kopieren, also ist die Laufzeit n Quadrat. Kann es natürlich nochmal verbessern zu n log n, das ist eben richtig, indem man hier sich genauer anschaut, wie oft wird denn jetzt die Tabelle kopiert. Dann schaut man sich natürlich wieder an, wie viel ist der Aufwand dafür und dadurch kriegt man den Gesamtaufwand raus. Wie können wir hier jetzt besser abschätzen, wie oft die Tabelle sortiert wird, kopiert wird? Das hat der Heidemann schon richtig gesagt. Wir machen das ja eigentlich immer nur, wenn es voll ist und verdoppeln dann. Also wenn wir uns anschauen, die wievielte Tabelle haben wir, dann müssen wir ja hier halbieren, zur vorherigen zu kommen, nochmal halbieren zur vorherigen, nochmal halbieren, bis man bei der Tabelle der Größe 1 ankommt. Frage ist also, wie oft muss ich meine aktuelle Tabellengröße halbieren, bis wir bei einer 1 sind? Und das haben wir ja schon kennengelernt, ist eben genau der Logarithmus, genau genommen der Logarithmus der Basis 2 und aufgerundet. Weil die Tabellengröße, die wir haben, ist die Anzahl der Elemente zum Logarithmus eben aufgerundet. Im schlimmsten Fall brauchen wir natürlich Zeit n, um alles rüber zu kopieren. Also haben wir Theta von n im schlimmsten Fall. Und daher kommen wir auf die Gesamtlaufzeit ein bisschen besser von Theta von n log n. Und das ist mit der Analyse, die wir kennen, auch tatsächlich das Beste, was wir hinkriegen. Wir schauen uns an, ja, wie oft haben wir hier jetzt diese langsame Operation, das Kopieren. Das ist Theta von n mal. Wie viel Zeit kostet mich das? Log n.
also Täter von In Logen. Aber wir haben hier ja In-Einfügeoperationen und viele von denen sind sehr, sehr billig. Bei den meisten von denen, wenn wir was einfügen und die Tabelle nicht voll ist, haben wir tatsächlich nur Laufzeit 1. Und es kommt nur ganz selten vor, dass wir hier kopieren müssen. Und wir brauchen eigentlich nicht jedes Mal Theta von n, weil das letzte Mal, wo wir kopiert haben, haben wir nur n halbe gebraucht, dann nur n Viertel, dann nur n Achtel und so weiter. Also kriegt man das vielleicht besser hin und tatsächlich ist das nicht die richtige Laufzeit. Man kriegt das nämlich in O von n log n hin. Die Analyse hier sagt uns nur, ja, im schlechtesten Fall braucht man höchstens O von n log n Zeit. Es könnte weniger sein. Und genauer genommen kommen wir hier sogar, wenn wir das ein bisschen schlauer analysieren, mit Laufzeit Theta von n hin. Und wir wollen uns heute angucken, warum, ich bin schon wieder überall im Weg, warum das denn so ist, also warum wir denn hier auf Theta von n Laufzeit kommen und wie man das besser analysieren kann. Also das ist unser Grundproblem jetzt. Das ist eins von zwei Problemen, die wir uns heute anschauen, um diese andere automatisierte Analyse zu verstehen. Also gehen wir hier doch mal ein bisschen genauer rein. Es gibt insgesamt drei Methoden und die erste, die wir verwenden, ist die sogenannte Aggregationsmethode. Da kommen wir gleich dazu, warum die so heißt. Wir wollen uns jetzt einfach mal für jeden einzelnen Schritt anschauen, was sind unsere Kosten? Also wie viel Zeit brauchen wir bei diesem einzelnen Schritt, um unsere Elemente einzufügen? Das heißt, wir machen uns hier jetzt einfach mal eine Tabelle. Wir schreiben oben hin, das wievielte Einfügen ist das dann. An der zweiten Stelle hier schreiben wir, wie groß ist denn unsere aktuelle Tabelle? Oder wie groß ist unser aktuelles Array, dass wir mal jetzt nicht verwechseln. Array ist jetzt das hier drüben, Tabelle ist das, was wir hier links geschrieben haben. So, am Anfang haben wir ein Element, das erste einfügen, haben wir unsere Tabellengröße 1. Dann fügen wir das zweite ein, ist unsere Tabellengröße 2. Wenn wir das dritte einfügen, muss man wieder kopieren, wieder verdoppeln, unsere Tabellengröße 4. Beim vierten bleibt sie genauso. Fünften Tabellengröße 8, das bleibt sie dann hier, wieder beim sechsten, siebten und achten. Und erst beim neunten wird wieder verdoppelt, ist die Tabellengröße 16. Wenn wir uns das anschauen, wie viel Zeit wir brauchen für diese einzelnen Operationen, können wir das ja in zwei Teile aufteilen. Zum einen muss man natürlich das Element in die Tabelle reinschreiben. Das ist ziemlich einfach. Das Einfügen selber, das kostet einfach jeweils 1. Also wir brauchen eine Zeiteinheit, um das Element in die Tabelle reinzuschreiben. Das ist immer so, das passiert in jedem einzelnen Schritt. Aber das, was ja eigentlich teuer ist, ist das Kopieren. Das heißt, wir können das jetzt aufteilen, die Kosten fürs Einfügen und die Kosten fürs Kopieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo müssen wir kopieren, an welcher Stelle. Das ist immer dann, wenn wir das Ganze verdoppeln. Also wenn wir von hier nach hier gehen, müssen wir ein Element rüber kopieren. Wenn wir von hier nach hier hingehen, müssen wir zwei Elemente rüber kopieren. Wenn wir von hier nach hier gehen, müssen wir die 4 rüber kopieren. Von hier nach hier 8. Das heißt, für n Einfügeoperationen können wir uns jetzt die Laufzeit analysieren, indem wir anschauen, wie viel Zeit brauchen wir insgesamt für diese Zeile und wie viel Zeit brauchen wir insgesamt für diese Zeile hier. Probieren wir das mal aus. Die Summe unserer Laufzeiten, die Summe der Kosten, die wir für n-Einfügeoperationen haben, ist einmal die Summe von dieser Zeile hier. Wie viel kommt hier raus bei dem Orangenen? Das könnt ihr mir wahrscheinlich direkt sagen, wenn ich die Zahlen alle aufsummiere. Neun, ja. Allgemein ist es dann halt n. Also hier haben wir jetzt neun Operationen, klappt klar, hier kommt eine 9 raus, allgemein steht hier eine n. Und dann ist aber jetzt noch die Frage, was passiert hier? Also wie kriegen wir diese roten Zahlen hier aufsummiert? Also wie können wir uns jetzt hier unsere Summenformel schreiben?
Das sehe ich mit J gleich 0, habe ich schon mal angefangen, aber bis wohin wir aufsummieren, habe ich weggelassen und was hier drunter steht, habe ich auch weggelassen. Hat hier jemand eine Idee, wie müssen wir das Ganze hier zervollständigen? Also, wie viele Zahlen müssen wir aufsummieren und welche Zahlen? Sieht mir nach irgendwas mit 2 hoch i aus, ja. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Also wenn wir uns einfach mal die Zahlen anschauen, wir fangen an mit einer 1, dann wird es verdoppelt, ist eine 2, wird verdoppelt, wird eine 4, wird verdoppelt, ist eine 8, also wir verdoppeln immer. Und wenn wir uns so eine Folge von Zahlen anschauen wollen, die immer verdoppelt werden, dann ist das ja eigentlich immer 2 hoch. Also hier immer 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Und so weiter. Also schreiben wir hier 2 hoch j hin. Und jetzt ist halt noch die Frage, wie weit müssen wir gehen? Wann müssen wir hier aufhören? Und da hatten wir uns ja vorhin schon überlegt, ja, wie oft müssen wir denn verdoppeln? Und zwar unsere aktuelle Tabellengröße, die kriegen wir ja immer, indem wir einfach zur nächsten Zweierpotenz aufrunden. Und wir haben den Logarithmus genommen, um uns anzuschauen, wie oft wir denn bisher jetzt schon kopiert haben. Also wie oft wir schon verdoppelt haben. Wenn wir bei unserer aktuellen Einfügeoperation ist, wir gehen hoch bis zur nächsten Zweierpotenz und nehmen davon den Logarithmus. Oder andersrum, ja, wir brauchen natürlich immer eins weniger. Wir haben hier nur 8 und nicht 16 genommen. Deswegen gehen wir hier eins nach links. Und nehmen davon den Logarithmus und runden ab, dass wir eben eine Zahl weniger kriegen. Stattdessen könnte man auch dann eigentlich aufrunden und wieder eins abziehen. Da kommen wir aufs Gleiche raus. Aber mit der Zahl hier lässt sich ein bisschen schöner ausrechnen. Also, für alle Kopieren-Operationen brauchen wir so viel Zeit. 2 hoch j, jedes Mal, wenn wir kopieren müssen. Und so oft müssen wir kopieren. Also ungefähr Logarithmus von n oft. Und das hier wollen wir jetzt ausrechnen. Und kann mir irgendjemand sagen, was das hier jetzt für eine Folge oder für eine Reihe ist? Haben wir sowas schon mal gesehen? Wird schon wieder ein bisschen her, dass ich euch die drei Reihen, die wir kennen, ein bisschen abgefragt habe. Also, können wir vielleicht nochmal wiederholen. Braucht man dann bestimmt in der Klausur auch wieder. Harmonische lese ich. Guck mal nach, das ist die geometrische Reihe. So, summieren hier Q hoch J auf. Das Q ist hier halt jetzt eine 2. Also können wir das einfach hier direkt einsetzen. Unser n ist halt jetzt hier dieses log n minus 1 abgerundet. Also haben wir hier 1 minus 2 hoch das Ganze hier plus 1 geteilt durch 1 minus 2. Und natürlich plus n von hier vorne für das Einfügen. Also kriegt man diesen schönen Block hier raus, diese super schöne Zahl. Aber die lässt sich jetzt sehr schön vereinfachen. Also wenn wir jetzt einfach mal in den Nenner gucken, hier steht 1 minus 2, das ist einfach nur minus 1. Das heißt, wir können einfach das Plus zum Minus machen und den kompletten Bruch rausstreichen. Dann haben wir hier noch 1 minus diesen Block stehen. So. Beziehungsweise ich habe den jetzt nochmal umgedreht. Wir haben 2 hoch diesen Block minus 1. Diesen Block hier können wir natürlich auch aufteilen. Also wir haben diese Formel hier stehen. Plus 1, dann ziehen wir das plus 1 einfach raus. Also machen wir 2 mal 2 hoch log von n minus 1. Es muss Q nicht kleiner 1 sein, bei dem Fall hier funktioniert das.
Also bei der, das hier ist ja die beschränkte geometrische Reihe. Bei der unendlichen muss man kleiner 1 haben. Aber bei der beschränkten kann man das auch abschätzen. Wir haben 2 hoch Logarithmus von n minus 1. Und dieses Logarithmus, das können wir hier jetzt einfach vorziehen, können wir jetzt einfach runterziehen, weil wir wissen, 2 hoch Log von irgendwas ist einfach nur das, was in dem irgendwas steht. Also das hebt sich gegenseitig auf. Also kriegen wir hier 2 mal n minus 1. Das seht, wir haben hier einmal dieses abgerundet, sind wir hier einmal losgeworden. Auch mit unserem kleiner gleich. Eigentlich müsste hier abgerundet stehen. Aber damit lässt sich immer schwer rechnen. Deswegen schätzt man das häufig einfach mit einem kleiner gleich durch den tatsächlichen Logarithmus ab, indem man halt nicht abgerundet hat. Und jetzt haben wir hier was Schönes stehen. 2 n plus 2 mal n minus 1 minus 1. Packt man die n's zusammen, kriegt man 3n raus. Die Konstanten zusammen sind wir bei minus 3. Also haben wir 3n minus 3. Und die tatsächlichen Kosten, die wir hier haben, sind tatsächlich ein Theta von n. Und das ist genau das, was wir rauskriegen wollten. Also die Laufzeit, die wir brauchen, über n Einfügeoperationen, liegt bei ungefähr 3 mal n. N für das Einfügen und 2n für das Kopieren. Und wenn man sich die Zahlen hier anschaut, sieht man auch, das kommt ungefähr hin. Also wir haben zu dem Zeitpunkt hier, wir haben 9 Zahlen gehabt. Alles, was hier vorne steht, summiert sich ungefähr zu der 8 auf, minus 1. Und jetzt haben wir nochmal für 8 kopiert. Also wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt hier 8 Zahlen eingefügt, hatten hier unten 8 minus 1 bezahlt zum Kopieren. Und jetzt kommen nochmal 8 drauf. Das ist eben dreimal ungefähr unser n, beziehungsweise unser n minus 1. Und wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, sieht man auch die Zahlen, die wir hier unten stehen haben. Wenn wir die aufsummieren, dann ist das eigentlich genau immer unsere Größe, unsere aktuelle Größe minus 1. Also hier zu dem Zeitpunkt hatten wir 2 Elemente im Array, hier unten steht eine 1. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 4, ja, das Aufsummieren steht hier 3, also aktuelle Größe minus 1. 8, hier unten steht eine 7. 16, hier unten steht 8 plus 7 ist 15. Und die aktuelle Größe des Arrays, die ist höchstens doppelt so hoch wie die Anzahl der Elemente, die wir schon eingefügt haben. Und so kommt man dann intuitiv auch auf ungefähr 3n. Eben minus diese 3 hier. So kann man sich das dann auch, wenn man es einfach nur anschaut und hier nicht ausrechnet, drauf kommen, ah, das wird linear sein, da kommt man bei ungefähr 3n raus. Und das Ganze nennt man jetzt eben amortisierte Analyse. Also diese Operation, die Einfügeoperation selber, im schlechtesten Fall hat die tatsächlich Laufzeit Theta von n. Also wenn wir uns einfach nur den letzten Schritt hier angucken, wir haben ein Element eingefügt, wir haben insgesamt n drin stehen und wir haben auch tatsächlich n Zeit gebraucht. Also wenn wir einfach nur die Operation selber analysieren, kommen wir drauf, das ist eine Theta von n Laufzeitoperation. Aber dadurch, dass die halt sehr häufig nur wenig Zeit kostet, wenn wir die jetzt ganz oft hintereinander ausführen, dann können wir eben die Durchschnittslaufzeit dann für analysieren. Also die durchschnittlichen Kosten für diese Operation in der Sequenz von n Aufrufen ist eben Theta von 1. Und diese Methode hier nennt man Aggregationsmethode, weil wir uns hier eben jetzt genau die einzelnen Laufzeiten anschauen. Also wir gucken uns für jeden Schritt an, was sind denn die Kosten für den Schritt und die summieren wir dann auf. Also Aggregation kommt hier davon, dass wir unsere ganzen Kosten aggregieren, aufsummieren und dann auf die tatsächliche Laufzeit rauskommen. Die amortisierte Analyse, die bedeutet jetzt also, dass wir zeigen wollen, dass eine Operation in einer gegebenen Folge kleine durchschnittliche Kosten hat. Und zwar auch, wenn einzelne Operationen in der Folge teuer sind.
Mit der Analyse, die wir jetzt hatten, könnt ihr jetzt auch tatsächlich nochmal eure erste Aufgabe vom fünften Übungsblatt anschauen. Dort habt ihr eben analysiert, dass das Einfügen in den Stapel da auch wieder Theta von n Laufzeit hat, so wie hier. Aber die amortisierte Laufzeit ist die gleiche. Da kommt man auch auf Theta von 1. Und wir haben die auch schon ein paar Mal gesehen, implizit. Wir haben es nicht genau betrachtet, aber wenn wir den Dijkstra uns anschauen, haben wir gesagt, die Kosten, die wir haben, die ist eben dieses n mal Extract Min und m mal Decrease Key. Und der Fibonacci-Hieb, der hat auch nur amortisiert gute Kosten. Da ist auch im schlechtesten Fall ist es relativ hoch, aber dadurch, dass wir halt sehr häufig Elemente rausnehmen und sehr häufig den Key decreasen, kann man es eben diese durchschnittliche Laufzeit pro Operation anschauen. Kann man die amortisierte Laufzeit nehmen und wenn man das dann aufsummiert, kommt man auf was Schönes. Genauso beim Union Find. Da kann ein Schritt sehr lang dauern, aber über eine Sequenz von Schritten ist es eben im Schnitt sehr billig. Heißt, es macht auch tatsächlich nur Sinn, wenn man jetzt wirklich viele von diesen Operationen durchführt und die Summe der Laufzeiten sich anschauen will. Wir hatten schon mal so eine Art Durchschnittsbildung, das war bei der randomisierten Analyse, zum Beispiel bei dem Randomized Quicksort. Da haben wir uns dann angeschaut, ja im erwarteten Fall ist jetzt die Laufzeit so. Das heißt, wir haben im Durchschnitt über alle möglichen Ergebnisse gewichtet nach Wahrscheinlichkeit uns angeschaut. Den Durchschnitt, den wir hier jetzt haben, ist nochmal ein anderer. Das ist jetzt ein Durchschnitt über die Laufzeiten im schlechtesten Fall. Also wir haben hier nichts mit Erwartungswert, müssen keine Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Wir nehmen einfach alle unsere Laufzeiten, summieren die auf und teilen es durch die Anzahl der Operationen. Und das ist was komplett Deterministisches. Das ist einfach nur festgeschrieben, da ist nichts mit Zufall mit drin. Es wird immer höchstens so viel Zeit kosten. Das ist hier jetzt immer noch schlechtester Fall. Das ist keine Average-Case-Laufzeit. Wir haben hier immer noch im absolut schlechtesten Fall brauchen wir im Durchschnitt pro Operation so viel Zeit. Und wenn wir es ein bisschen genauer haben wollen, dann können wir sagen, eine Methode hat amortisierte Laufzeit f, wenn wir eine Sequenz von k aufrufen haben und k groß genug ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwammig, aber das kann man auch wieder ausdrücken. Es gibt irgendein k0, sodass für alle k größer gleich k0 gilt, genauso wie bei der O-Notation-Definition. Dann ist die Laufzeit von dieser Methode auf diesen k aufrufen höchstens k mal f. Also unserer dynamischen Tabelle ist die Worst-Case-Laufzeit Theta von n. Aber wenn wir n mal das Ganze aufrufen, haben wir eine Laufzeit von höchstens n mal 3. Also wäre die amortisierte Laufzeit der Methode 3, beziehungsweise Theta von 1. Und wir schauen uns drei Typen von amortisierter Analyse an. Die Aggregationsmethode haben wir jetzt schon fertig. Und wir machen jetzt aber gleich noch die Buchhaltermethode und die Potentialmethode. Aber bevor wir da hinkommen, habt ihr erstmal irgendwelche Fragen zur amortisierten Analyse selber oder zu der Aggregationsmethode? Okay. Also, Aggregationsmethode, wir summieren einfach alle Laufzeiten auf, teilen das durch die Anzahl der Aufrufe, sind fertig. Das Problem dabei ist natürlich, wir müssen uns jetzt wirklich für jeden Schritt die tatsächliche Laufzeit anschauen. Und wir wissen ja, wenn wir jetzt eine kompliziertere Methode haben, wie ekelhaft es ist, die tatsächliche Laufzeit hinzuschreiben, weil man halt genau die Anzahl der Operationen immer machen muss. Und bei der Buchhaltermethode, der Potentialmethode, da kommen wir ein bisschen so drum rum. Aber es ist immer noch ein ziemliches Rumgerechnen. Also man muss immer eigentlich auch auf die Konstanten aufpassen, damit am Ende alles aufgeht. Schauen wir uns mal die Buchhaltermethode an. Wir wollen jetzt mit jeder Operation selber amortisierte Kosten verbinden. Das ist hier jetzt das Neue. Wir hatten bisher eigentlich immer, eine Operation hat gewisse Kosten
Heißt, die ITER-Operation hatte bisher jetzt Kosten CI. Das sind die tatsächlichen Kosten, das ist die tatsächliche Zeit, die wir für diese Operation brauchen. Für jeden Schritt sagen wir jetzt aber, okay, der kostet mich jetzt amortisiert so und so viel. Das entspricht nicht den tatsächlichen Kosten, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Die kann man häufig nicht mit den tatsächlichen Kosten vergleichen, beziehungsweise die stimmen nicht damit überein. Aber die amortisierten Kosten, die sollen uns halt jetzt so eine Schranke geben für die Summe der Operation. Also, versuchen wir das mal zu interpretieren, was passiert hier. Wir haben tatsächliche Kosten, so viel Zeit brauchen wir und für unsere amortisierten Kosten schreiben wir jetzt irgendeine andere Zahl hin. Also, wir sagen, okay, dieser eine Schritt kostet mich jetzt 10 Zeiteinheiten, aber ich schreibe mir jetzt mal auf, dass es mich 20 gekostet hat. Da habe ich jetzt zwar erstmal 10 zu viel bezahlt, aber die kann ich dann vielleicht später verwenden. Also wir legen was beiseite. Wir bezahlen jetzt erstmal mehr, als wir müssen, aber dafür haben wir dann später diese 10 Euro, die wir jetzt mehr bezahlt haben, die können wir dann verwenden, um wieder andere Sachen auszugleichen. Heißt, wenn unsere amortisierten Kosten für eine Operation jetzt weniger sind, dann heißt es, wir bezahlen die teure Operation mit dem, was wir vorhin beiseite gelegt haben. Kommen gleich zum Beispiel, dann macht das hoffentlich mal alles ein bisschen mehr Sinn. Wir dürfen jetzt nie in die Miesen kommen. Also wir dürfen nie zu keinem Zeitpunkt mehr tatsächliche Kosten haben, als wir in unseren amortisierten Kosten aufgeschrieben haben. Wie können wir uns das Ganze jetzt gut, wie können wir das Ganze jetzt gut verstehen? Also wir machen jedes Mal irgendeine Operation und die muss irgendwie bezahlt werden. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Stapel Geld und wir haben hier unsere Operation. Wir machen die erste Operation, die kostet 3 Euro. Also müssen wir uns von unserem Stapel Geld was nehmen und müssen diese 3 Euro ausgeben. Dann kommt die nächste Operation, die kostet 5 Euro. Also müssen wir uns wieder was vom Stapel nehmen und müssen diese 5 Euro ausgeben. Das Geld, was wir uns vom Stapel nehmen, das sind jetzt die amortisierten Kosten. Und das Geld, das wir ausgeben, das sind die tatsächlichen Kosten. Wenn ich mir also mehr Geld vom Stapel nehme, dann heißt es, die amortisierten Kosten waren höher. Ich konnte aber trotzdem die tatsächlichen Kosten bezahlen. Das heißt jetzt aber auch, dass ich noch Geld auf der Hand habe. Und das Geld, was ich auf der Hand habe, das kann ich später dann wieder verwenden, um teure Operationen zu bezahlen. Das könnte jetzt sein, es kommt wieder eine neue Operation, die kostet mich 50 Euro. Ich habe aber noch 20 Euro auf der Hand. Dann brauche ich jetzt nur 30 Euro vom Stapel nehmen. Das heißt, meine amortisierten Kosten wären jetzt nur 30 Euro. Damit bezahle ich diese 50 Euro Kosten plus die 20, die ich eben noch auf der Hand habe. Das ist so, wie wenn ihr einkaufen geht. Ihr geht vorher erst zur Bank, ihr hebt jetzt einfach mal 200 Euro ab. Dann geht ihr einkaufen, kauft Sachen für 150 Euro. Dann waren eure tatsächlichen Kosten 150. Aber die amortisierten Kosten, also das, was eure Bank sieht, ist, ihr habt 200 Euro runtergenommen. Also euer Bankkonto, euer Kontostand ist um 200 gesunken. Aber wenn ihr jetzt nochmal einkaufen geht, ihr geht jetzt danach vielleicht nochmal Döner essen, dann habt ihr noch 50 Euro in der Tasche, dann könnt ihr mit den 50 Euro, die ihr noch habt, den Döner bezahlen. Ist dann vielleicht ein teurer Döner, aber dann zahlt ihr dann vielleicht nur 5 Euro oder mittlerweile sind es, glaube ich, ein bisschen mehr. Sag mal, zahlt ihr 5 Euro, dann habt ihr immer noch 45 Euro übrig. Also die tatsächlichen Kosten waren 5, aber die amortisierten waren 0, weil ihr musstet nicht nochmal zur Bank gehen, um nochmal Geld zu holen. Ihr habt es einfach mit dem bezahlt, was ihr noch übrig habt. Jetzt habt ihr erst noch 45 Euro und jetzt geht ihr nochmal irgendwo hin, seht, ah, hier gibt es nochmal irgendwelche schönen Schuhe, die kosten 50 Euro. Dann könnt ihr die jetzt natürlich nicht bezahlen, weil ihr habt nur noch 45 Euro in der Tasche. Also das, was ihr vorhin beiseite gelegt habt, das sind die Summe dieser amortisierten Kosten minus das, was ihr wirklich ausgegeben habt, das ist 45. Jetzt müsst ihr nochmal 50 ausgeben, also könnt ihr es nicht damit bezahlen.
Müsst also erst nochmal zur Bank gehen, wieder neu Geld abheben, dadurch eure amortisierten Kosten erhöhen und dann könnt ihr die tatsächlichen Kosten für diese Schuhe wieder bezahlen. Und darauf kommt es bei der Buchhaltermethode an. Schauen uns auf der einen Seite die tatsächlichen Kosten an, also das, was wir ausgeben für Klamotten, für Essen und sonst was. Und auf der anderen Seite die amortisierten Kosten, das Geld, was wir von der Bank geholt haben. Wir holen meistens mehr, können dafür dann aber mehrfach bezahlen, aber wir dürfen halt nicht ins Minus kommen, wir können nie minus 10 Euro in der Tasche haben. Und wenn wir das Ganze hier jetzt dann aufsummieren, dann heißt es, das ganze Geld, was wir ausgegeben haben, ist höchstens so viel Geld, wie wir von der Bank abgehoben haben. Also die Summe der tatsächlichen Kosten ist höchstens so hoch wie die Summe der amortisierten Kosten. Und somit sind die amortisierten Kosten eine obere Schranke für die tatsächlichen Kosten. Gerade gesehen, irgendjemand tippt, aber hat schon wieder aufgehört. Schreibt einfach, ich unterbreche dann. Wir wollen uns jetzt also für unsere Methode, machen einfach gleich wieder die Hash-Tabelle mit, beziehungsweise ein Array mit dynamischer Größe mit einfügen, wollen wir jetzt über diese Buchhaltermethode uns angucken. Das heißt, wir wollen bei jedem Schritt jetzt irgendwie Geld abheben. Und von dem Geld, was wir momentan auf der Hand haben, dann immer die Kosten bezahlen. Also wir wollen hier immer irgendwas uns nehmen, dürfen nie ins Minus kommen, aber wollen sicherstellen, dass wir jede Operation bezahlen können. Und das nennt sich dann eben die Buchhaltermethode, weil ja, Buchhalter muss auch immer gucken, dass man nie negative Zahlen in den Büchern hat. Also statt nur dann unser Array zu vergrößern, wenn wir es wirklich brauchen, vergrößern wir das Array schon früher, richtig? Nein, der Algorithmus ist genau der gleiche wie vorher. Am Algorithmus ändert sich nichts. Die tatsächlichen Kosten, das was der Algorithmus macht, ist genau das gleiche. Diese Buchhaltermethode mit den amortisierten Kosten, das ist nur Analyse. Das ändert an dem Algorithmus selber nichts. Das ist nur was, was wir machen, um zu analysieren, wie viel Zeit kostet es denn jetzt im Durchschnitt? Der Algorithmus selber kriegt davon nichts mit. Jetzt habe ich hier schon mal einmal zu viel weiter geklickt aus Versehen. Wir haben vorhin bei der Aggregationsmethode herausgefunden, die amortisierten Kosten über n Schritte sind 3n minus 3. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt für jede Einfügeoperation uns Geld nehmen, wir wissen, wir brauchen insgesamt ungefähr 3n Euro, also nehmen wir uns einfach jedes Mal 3 Euro und versuchen nur aus diesen 3 Euro, die wir uns jedes Mal nehmen, alle Operationen zu bezahlen. Also jede Einfügeoperation darf jetzt 3 Euro, dafür dürfen wir uns jetzt 3 Euro nehmen. 1 Euro müssen wir sofort ausgeben, um unser Element einzufügen. Und die anderen 2 Euro, die legen wir zur Seite. Damit wollen wir dann die nächste Vergrößerung der Tabelle bezahlen. Weil da kommt dann eben einmal sehr große Kosten auf uns zu. Da müssen wir uns was beiseite gelegt haben, damit wir das auf einmal bezahlen können. Das kriegen wir mit den 3 Euro nicht hin. Wir malen uns das jetzt also ein bisschen anders auf. Wir machen wieder diese Folge der Arrays, aber statt die Zahl reinzuschreiben, schreibe ich hier jetzt einfach rein, ja, wie viel Euro haben wir denn da noch hingelegt? Also wir haben uns am Anfang 3 Euro genommen, wir haben 1 Euro bezahlt, um das Element einzufügen, aber wir haben noch 2 Euro von einem Schritt übrig. Wir haben also quasi 2 Euro auf das Element gelegt, die können wir später wieder verwenden. Jetzt gehen wir weiter, wir kopieren rüber. Um das hier rüber zu kopieren, müssen wir irgendwie 1 Euro bezahlen. Das kostet uns eine Zeiteinheit. Also nehmen wir einfach das 1 Euro von hier und schieben es hier rüber. Jetzt ist noch 1 Euro übrig. Und wir fügen ein zweites Element ein.
Wir haben uns wieder 3 Euro genommen. 1 Euro haben wir direkt bezahlt, um einzufügen. Also sind nur noch 2 Euro übrig. Wir haben also aktuell 3 Euro in der Tasche, beziehungsweise 3 Euro auf unser Array gelegt. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Wir müssen wieder diese 2 Sachen kopieren. Das kostet uns 2 Euro. Wir haben hier aber 3 Euro liegen, also können wir die einfach von hier nehmen. Wir nehmen sie jetzt einfach von hier. Also haben wir hier jetzt 0 Euro, hier oben ist noch eins übrig. Und dann fügen wir wieder 2 Elemente ein. Jeweils nehmen wir uns 1 Euro direkt weg fürs Einfügen und 2 sparen wir für die nächste Vergrößerung. Also haben wir hier 2 Euro liegen, hier nochmal 2. Jetzt muss er wieder vergrößern. Es kostet uns 4 Euro und tatsächlich haben wir hier genau 4 Euro liegen. Die 1 Euro hier oben brauchen wir gar nicht anfassen. Das heißt, wir können diese 4 Operationen mit den 4 Euro hier bezahlen. Ganze rüberpacken. Und jetzt kriegen wir hier jeweils wieder 2 Euro dazu. Wenn wir jetzt nochmal vergrößern, kostet uns das 8 Euro. Wir haben hier tatsächlich genau 8 Euro liegen. Also kann man es wieder damit bezahlen und so weiter. Also immer, wenn wir das Ganze verdoppeln wollen, wir müssen so viele Elemente kopieren. Die Hälfte davon hat noch 2 Euro von vorhin übrig. Also können die komplett dafür bezahlen, dass wir alles rüber kopieren können. Und das bedeutet, mit den 3 Euro, die wir uns jedes Mal einen Schritt nehmen, haben wir immer noch genug Geld übrig, um das Verdoppeln jedes Mal zu bezahlen. Wir verknüpfen also jetzt mit den Objekten der Datenstruktur Teilguthaben. Also wir sagen ja, jedes Objekt hier in unserem Array, das hat jetzt noch ein bisschen Geld übrig von vorhin, das haben wir da draufgelegt. Und solange da eben Geld drauf liegt auf unserem Array, ist es klar, dass wir keine Miese machen. Wir können nichts nehmen, was nicht irgendwo da ist. Wir haben gerade gesehen, die amortisierten Kosten sind eine obere Schranke für die tatsächlichen Kosten. Also solange wir nie miese machen, ist das, was wir ausgeben, also wir summieren alle Kosten auf, höchstens das, was wir uns genommen haben. Also wir summieren einfach diese 3 Euro überall auf. Wir können alle Operationen damit bezahlen, mit dem Geld, was wir kriegen, wenn wir einfach jeden Schritt 3 Euro nehmen. Also ist, wenn wir alle Kosten aufsummieren, kriegen wir höchstens die Summe von i gleich 1 bis n über 3, also höchstens 3n. So, hier bin ich noch im BigBlueButton, oder? Mein Handy hat nämlich gerade gesagt, Abbruch der Verbindung erkannt, mit dem ich im Chat, eigentlich nur im Chat bin. Aber hier bin ich hoffentlich noch da. Ja, gut, das ist das Wichtigste. Danke. Ah ja, ich muss mich wieder im WLAN anmelden, natürlich. Gut, das kann ich schnell nebenbei machen. So, und 3n ist natürlich Theta von n. Also haben wir tatsächliche Kosten für n-Einfügeoperationen Theta von n. Hier ist soweit irgendwelche Fragen. Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Super. Na gut, dann müssen wir das so machen. Nicht so einfach am Handy, so ein langes Passwort aus 25 Buchstaben einzugeben. Gut. Jetzt funktioniert es auch wieder über 4G. Okay, ich sehe keine Fragen. Wir wollen uns jetzt nochmal ein zweites Beispiel angucken. Wir haben das jetzt mit den dynamischen Tabellen gemacht, wo wir immer verdoppeln und mit dem Geld, was wir beiseite gelegt haben, bezahlen wir diese Verdopplungsoperation. Schauen wir uns jetzt nochmal ein zweites Beispiel an. Ihr kennt ja noch die Stapel. Bei den Stapeln haben wir so Stapel von Büchern gemacht. Wir packen die hier in unser Array rein. Wir haben hier unterschiedliche Operationen. Erstmal einen Stapel erstellen. Wir überprüfen, ob er leer ist.
ein Buch oben auf den Stapel drauflegen, das ist unser Push. Ein Buch von oben aus dem Stapel nehmen, das ist unser Pop. Oder das oberste Buch anschauen, das ist unsere Funktion Top. Wir wollen jetzt nochmal eine zusätzliche Operation dazu packen. Das ist die sogenannte Multipop-Operation. Der übergeben wir eine Zahl K. Und was die dann macht, ist, die nimmt die obersten K-Elemente von unserem Stapel runter. Also die obersten K-Bücher nimmt die und legt die weg. Und wir wollen die dann in irgendeinem Array am Ende ausgeben. Für diese Methode erstellen wir uns also ein Array. Ja, ein Int-Array ist jetzt nicht richtig, das müsste ein Key-Array sein. Aber das besteht aus K-Elementen, das wollen wir am Ende ausgeben. Und was wir hier zwischendrin machen, das könnt ihr euch selber einmal kurz überlegen. Könnt ihr mal schnell schauen, ob ihr dann einen Pseudocode für aufgeschrieben kriegt. Ja, schreiben Sie einfach weiter. Schaut erstmal nicht so falsch aus. Ich würde vielleicht mit 1 anfangen, nicht mit K, weil wenn Sie von 0 bis K gehen, dann machen Sie das ganze K plus 1 mal. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Jetzt habe ich es endlich wieder geschafft, das Passwort einzugeben. Okay, aber es kommt auf das Richtige raus. Ein was habt ihr alle vergessen bei eurer Implementierung oder bei eurer Idee, da kommen wir jetzt gleich dazu. Also wir müssen natürlich einfach jeweils die Operation Pop ausführen und wir müssen die jetzt natürlich... Warum sehe ich jetzt hier ja, den Stream? Na gut. Wir müssen die natürlich irgendwie in unser Array reinschreiben. Und dann wollen wir hier jetzt unseren Zähler reduzieren. Das heißt, statt für eine Vorschleife mache ich das jetzt mit einer While-Schleife. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Vorschleife machen. Ich habe euch jetzt nicht gesagt, in welcher Reihenfolge die Sachen in einem Array drinstehen können. Ihr könnt die ruhig auch andersrum reinschreiben, solange es nicht irgendwie fest vorgeschrieben ist. Das heißt, ich mache hier jetzt die While-Schleife, solange unser k größer 0 ist, also wir müssen noch k-Elemente rausnehmen. Nehmen wir eins, packen es ins Array, reduzieren den Zähler um 1. Aber wir sehen, hier ist noch ganz viel grün frei. Was müssen wir nämlich noch machen? Fällt es jemandem auf? Was haben wir vergessen? Genau. Wir müssen jedes Mal gucken, ob wirklich noch ein Buch da ist. Wir können keins runternehmen, wenn keins mehr da liegt. Also haben wir hier nochmal zusätzlich die Überprüfung, solange es nicht leer ist. Gut, das ist unsere Multipop-Methode. Und wenn wir uns jetzt wieder eine davon angucken, dann sehen wir recht schnell, okay, die Laufzeit hier, die ist jetzt in Theta von k. Also wenn wir jetzt n Elemente draufpacken, können wir die mit einem Schritt bei Multipop alle runternehmen und haben jetzt Theta von n Zeit hier verbraucht. Das ist jetzt die Worst-Case-Laufzeit von unserem Multipop.
Da lässt sich auch eigentlich nichts dran rütteln, weil egal was wir machen, wir können immer eine Folge machen. Wir packen N-Zahl Bücher drauf, nehmen mit Multipop N runter. Packen mit der N drauf, nehmen mit Multipop N runter. Packen mit der N drauf, nehmen N runter mit Multipop. Und dann können wir ganz oft Multipop ausführen, aber jedes Mal kostet es uns Theta von N Zeit, also im Durchschnitt auch Theta von N. Also da können wir nicht wirklich was verbessern, solange wir uns eben nur Multipop anschauen. Aber das Schöne an der amortisierten Analyse ist, wir können uns jetzt einfach mal alle Operationen zusammen angucken. Wenn ich N Bücher runternehmen will vom Stapel, müssen die ja erstmal draufgekommen sein. Und für jedes Buch, das ich draufgelegt habe, muss ich einmal Push ausgeführt haben. Wenn ich hier also N Bücher runternehme, muss ich erst N mal Push gemacht haben. Wenn wir das jetzt also im Durchschnitt über alle Operationen uns angucken, machen N mal Push kostet uns 1, machen einmal Multipop kostet uns N, haben wir insgesamt Kosten 2N gehabt, hatten aber N plus 1 Operationen. Also hat es uns im Schnitt ein bisschen weniger als 2 gekostet, über alle Operationen zusammen. Und das ist jetzt die Idee, die wir hier verfolgen wollen. Also intuitiv, alles, was wir runternehmen, müssen wir irgendwie mal draufgepackt haben. Also bezahlen wir einfach dafür, wenn wir das Buch drauflegen. Wenn wir ein Buch auf unseren Stapel packen, bezahlen wir schon mal dafür, dass das später irgendwann wieder entfernt wird. Wir haben also drei Operationen, die jetzt wichtig sind: Push, Pop und Multipop, wobei hier noch unser KI drin steht. Push kostet uns tatsächlich 1, Multipop Pop 1, Multipop KI. Und die amortisierten Kosten, die wir haben, ist, wir bezahlen alles beim Push. Und wie viel müssen wir bezahlen dafür, dass es wieder entfernt werden kann? Ja, einfach 1 Euro mehr. Also wir bezahlen 1 Euro für das Push und 1 Euro dafür, dass es dann später wieder rauskommt. Aber die Kosten hier sind eigentlich Minimum aus KI und der tatsächlichen Größe. Nach so viel hört es noch auf. Also haben wir jetzt hier amortisierte Kosten 2 und bei denen jeweils amortisierte Kosten 0. Und wir wollen jetzt zeigen, dass die amortisierten Kosten wirklich immer die tatsächlichen Kosten bezahlen. Also jede Push-Operation legt ein Buch auf den Stapel und in dieses Buch legen wir jetzt noch 1 Euro rein. Und wenn wir jetzt eine Pop-Operation oder eine Multipop-Operation haben, dann nehmen wir die Bücher raus, es kostet uns 1 Euro, aber der Euro, der steckt noch im Buch drin, also nehmen wir den Euro einfach aus dem Buch raus und bezahlen damit dafür. Also können wir komplett für all diese Pop- oder Multipop-Operationen bezahlen. Also kostet unsere Folge von Operationen jetzt Theta von n Zeit. Und das war's auch schon. Mehr muss man hier gar nicht machen bei der Buchhaltermethode. Wir können es nochmal ein bisschen genauer aufschreiben, können es alles nochmal mathematischer aufschreiben, eben hier alles aufsummieren. Aber mit dieser Argumentationskette sieht man schon, es wird jede Operation bezahlt. Wir zahlen immer eins mehr beim Push, dafür müssen wir es dann bei Pop oder Multipop nicht machen. Und das nennt man jetzt die Buchhaltermethode. Haben Sie hierzu irgendwelche Fragen? Okay, wir sind bei der Zeit, bei ungefähr 2/3 und wir sind auch bei 2/3 der Methoden. Wir haben also die Aggregationsmethode kennengelernt und die Buchhaltermethode. Die Buchhaltermethode ist sehr mächtig und es ist für mich zumindest die einfachste. Also wenn ich irgendwo amortisierte Analyse mache, dann versuche ich es immer erstmal mit der Buchhaltermethode.
und versuche mir da irgendwie zu überlegen, wie viel Euro muss ich denn jetzt jedes Mal bezahlen, bei welchen Operationen, damit ich alles insgesamt bezahlen kann. Für manche Algorithmen ist die aber noch ein bisschen zu unflexibel, weil hier haben wir jetzt halt immer konstante Kosten. Also wir sagen eigentlich immer, wir warten auf die flüssige Aufnahme der Vorlesung, ja, die kommt später, ich lade es dann direkt hoch. Wir bezahlen hier halt immer die gleichen Kosten bei jeder Operation im Prinzip und wollen es darüber machen, aber das kann manchmal eben zu wenig sein. Und es gibt hier jetzt noch die Potentialmethode, die ist sehr, sehr mächtig. Mit der kann man sehr viele Sachen beweisen. Die wird auch zum Beispiel bei den Fibonacci-Heaps verwendet. Aber die ist halt auch mit Abstand die komplizierteste. Und ich will jetzt mal versuchen, euch die Grundideen hinter dieser Potentialmethode nochmal nahezubringen, damit ihr so ungefähr versteht, wie das denn funktioniert. Man kann die sich eigentlich ganz gut vorstellen als Erweiterung von der Buchhaltermethode. Und zwar bei der Buchhaltermethode, da haben wir jetzt quasi unser Guthaben gehabt. Also das Geld, das wir rausgenommen, das wir abgehoben haben, aber das wir noch nicht ausgegeben haben. Und das betrachten wir hier jetzt als eine physikalische Größe. Und die beschreibt den augenblicklichen Zustand der Datenstruktur. Das ist jetzt unser Potenzial. Das ist das Geld, was wir noch übrig haben. Und das wir dann benutzen können, um andere Operationen wieder zu bezahlen. Also je mehr Potenzial man hat, desto mehr Geld hat man, was man noch ausgeben darf. Wir schauen jetzt unsere Datenstruktur an über diese N-Operationen, die ausgeführt werden. Also am Anfang hat unsere Datenstruktur Status D0. Dann fügen wir jetzt zum Beispiel ein Element ein, dann kriegen wir Datenstruktur D1, wo halt ein Element drin steht. Dann fügen wir nochmal N-1 weitere ein. Dann sind wir bei der Datenstruktur DN. Das ist dann halt zum Beispiel ein Array, in dem N-Zahlen drin stehen. Ist also immer der Status nach I-Operation, ist unsere Datenstruktur DI. Und für jede von diesen Datenstrukturen können wir jetzt so eine Potenzial unser Potenzial angeben und es lässt sich aus so einer Potentialfunktion berechnen. Hier wird es jetzt kompliziert. Stellen Sie sich so vor, wenn Sie einfach nur die Datenstruktur zu einem gewissen Zeitpunkt anschauen, dann sagt Ihnen diese Funktion, wie viel Euro haben Sie denn gerade in der Hand? Also wie viel Euro haben wir schon beiseite gelegt? Schauen wir uns gleich auch nochmal an dem Beispiel von den beiden Methoden an, von der dynamischen Tabelle und vom Stapel mit Multipop. Also das sagt uns einfach nur, wie viel Geld haben wir noch auf der Hand übrig. Nur, dass sich das eben direkt aus der Datenstruktur ausrechnen lässt, ohne dass man die komplette Operationenreihenfolge auch durchgehen muss. Wir gehen im Allgemeinen davon aus, am Anfang haben wir gar kein Geld auf der Hand. Also bevor wir irgendwas machen, liegt unser Potenzial bei Null. Wir haben noch nichts gemacht, wir haben noch kein Geld abgehoben, wir haben noch nichts bezahlt. Das Ziel ist uns natürlich wieder, dass wir keine Miesen machen. Wir können nichts bezahlen, was wir nicht vorher abgehoben haben. Wir können nur Geld ausgeben, das wir auf der Hand haben. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt dürfen wir negativ viel Geld auf der Hand haben. Also muss unser Potenzial immer mindestens 0 sein. Wenn wir uns jetzt eine Operation anschauen, machen wir es wieder mit der Analogie von der Buchhaltermethode. Was müssen wir tun? Wir müssen diese Operation bezahlen. Das heißt, wir müssen Geld ausgeben für diese Operation. Bei den amortisierten Kosten gucken wir uns jetzt aber auch noch an, wie verändert sich das Geld bei uns in der Hand. Also die amortisierten Kosten sind die tatsächlichen Kosten plus die Potenzialänderung.
Und die Potenzialänderung ist das Potenzial, das wir danach haben, minus das Potenzial, das wir davor hatten. Überlegen wir uns nochmal an dem Beispiel von vorhin. Wir hatten 50 Euro auf der Hand. Das heißt, unser Potenzial aktuell ist 50 Euro. Wir gehen zu Döner essen. Wir kaufen uns einen Döner für 5 Euro. Was sind also unsere tatsächlichen Kosten? Die liegen bei 5 Euro. Ja. Also CI sind 5 Euro. Was sind die amortisierten Kosten? Ja, amortisierte Kosten haben wir gesagt, das ist immer, wenn wir was von der Bank abheben, wenn wir zur Bank laufen mussten. Mussten wir gar nicht machen. Also sind die amortisierten Kosten 0. Das können wir ausrechnen, indem wir uns anschauen, 5 Euro sind die echten Kosten, die haben wir bezahlt. Und unser Potenzial, also das Geld, was wir auf der Hand haben, hat sich um 5 verringert. Das ist die Potenzialdifferenz minus 5. Wir hatten vorher 50 Euro auf der Hand, jetzt sind es 45. Also 5 minus 5 ist 0. Die amortisierten Kosten für diese Operation sind 0. Wir haben die schon vorhin bezahlt, als wir genug Geld von der Bank abgehoben haben. Jetzt mal 50 Euro ausgeben. Wir haben aber nur 45 in der Hand. Also gehen wir wieder zur Bank, holen uns vielleicht 100 Euro, bezahlen die 50 und haben jetzt noch 95 auf der Hand. Wir haben also 50 bezahlt. Wir haben jetzt 45 Euro mehr, 50 Euro mehr auf der Hand. Also waren die amortisierten Kosten 100. Und das entspricht genau den 100 Euro, die wir von der Bank abgehoben haben. Also hier steht immer, wie viel Geld hebt man von der Bank ab, wie viel Geld gibt man aus und um wie viel hat sich das Geld, was wir in unserer Tasche haben, verändert. Also wie viel mehr haben wir jetzt in der Tasche oder wie viel weniger. In der Folge können wir uns jetzt die Summe der amortisierten Kosten ausrechnen. Also wir schauen uns einfach wieder an, in jedem Schritt, wie viel Geld haben wir denn jetzt insgesamt bisher von der Bank abgehoben? Das ist ja genau das, was wir wissen wollen. Und um das auszurechnen, können wir einfach überall diese Formeln einsetzen. Also wir summieren über die echten Kosten plus die Potenzialdifferenz. Also plus das Potenzial, was wir nach der Operation haben, minus das, was wir vorher hatten. Also diese große Summenformel gibt uns jetzt die Summe über die amortisierten Kosten aus. Das hier jetzt auszurechnen ist natürlich ein bisschen kompliziert. Wir haben hier diese ganzen CIs, okay, damit können wir vielleicht noch umgehen, aber wir haben jetzt diese ganzen Potenziale hier. Aber man kann diese Summenformel recht schön auflösen. Sowas wie wir hier haben, wir machen die Summe über alle DIs, Potenzial von den DIs minus die Summe von dem Potenzial der DI minus 1, wenn wir uns das mal genauer angucken. Im ersten Schritt machen wir D1 minus D0. Im zweiten Schritt machen wir D2 minus D1. Wir haben also einmal das Potenzial von D1 hinzugefügt im ersten Schritt und einmal wieder abgezogen im zweiten Schritt. Das heißt, das können wir komplett außer Acht lassen. Im zweiten Schritt fügen wir das Potenzial von D2 hinzu, aber im dritten ziehen wir es wieder ab. Also können wir das auch komplett außer Acht lassen. Im dritten fügen wir das Potenzial von D3 hinzu, im vierten ziehen wir es wieder ab. Also fällt es auch komplett raus. Und das nennt man dann eine Teleskopsumme. Das ist genauso, wie wir es beim A-Stern-Algorithmus hatten. Da haben wir uns die Gewichte auf den kürzesten Weg angeschaut und sind drauf gekommen, ja, für jeden Knoten, der drauf liegt, fügt man einmal dieses Delta Stern hinzu und ziehen es einmal wieder ab. Und das Einzige, was übrig bleibt, war das Delta Stern am Ende minus das Delta Stern am Anfang. Und genauso ist hier auch mit dem Potenzial. Jedes Potenzial von 2 bis n minus 1 wird einmal hinzugefügt und einmal wieder abgezogen. Also die kürzen sich komplett raus. Das Einzige, was übrig bleibt, ist das Potenzial von dn. Das fügt man am Ende das hinzu, ziehen es aber nie ab. Und das Potenzial von D0, das ziehen wir am Anfang einmal ab, aber fügen es nie hinzu. Wenn wir das hier Ganze also aufsummieren, kriegt man das Potenzial von Dn minus das Potenzial von D0 durch diese Teleskopsumme. Und hier vorne kriegt man einfach die Summe
über alle tatsächlichen Kosten. Und das können wir jetzt nochmal weiter vereinfachen. Das hier haben wir hier aufgeschrieben, ist mindestens 0. Und das Potenzial von den 0 haben wir am Anfang gesagt, das ist immer gleich 0. Das heißt, das hier ist irgendwas, das mindestens 0 ist. Also können wir es einfach mit größer gleich wegstreichen. Und damit kriegen wir jetzt die Summe der amortisierten Kosten ist größer gleich die Summe der tatsächlichen Kosten. Solange wir jetzt also irgendeine Potentialfunktion uns suchen können, irgendeine Funktion, die uns in jedem Schritt sagt, wie viel Geld wir auf der Hand haben, sodass die mit 0 anfängt und nie negativ wird, kriegen wir dann eben raus, unsere amortisierten Kosten sind mindestens so hoch wie die tatsächlichen Kosten. Wir können uns dann also einfach wieder die amortisierten Kosten überlegen, ausrechnen und kriegen dadurch eine Schranke. Also, wie gesagt, das Ganze, es macht Sinn, am meisten Sinn für mich zumindest, ihr stellt es euch vielleicht anders vor, wenn ich das wieder mir über die Buchhaltermethode überlege. Ihr einfach überlegt, ja, das Potenzial ist halt einfach das Geld, was ich zu dem Zeitpunkt habe. Die Differenz ist, wie viel davon gebe ich aus oder kriege ich dazu. Und dadurch kann man jetzt die amortisierten Kosten und die echten Kosten miteinander vergleichen. Wir gucken uns jetzt nochmal an unseren beiden Beispielen an. Also wir fangen an mit dem Stapel für Multipop und danach nehmen wir nochmal die dynamischen Tabellen. Der Stapel mit Multipop ist ein bisschen einfacher. Was müssen wir hier jetzt also machen? Wir müssen uns irgendeine Funktion überlegen. Wir müssen uns irgendeine Potentialfunktion definieren, die uns zu jedem Zeitpunkt sagt, wie viel Euro haben wir noch übrig, um für die Pop- oder Multipop-Operation bezahlen zu können. Wenn ich mir jetzt also einfach nur die Datenstruktur anschaue, ich schaue mir einfach nur den Stapel an, ich weiß nicht, was vorher passiert ist. Wie viel Euro habe ich noch übrig? Wie kann ich das leicht erkennen bei dem Stapel mit Multipop, wie viel Euro ich noch beiseite gelegt habe? Indem ich mir einfach nur den Stapel anschaue. Hat da jemand eine Idee? Genau, die Anzahl der Elemente. Was haben wir nämlich gemacht? Wir haben in jedes Buch, das wir rauf auf den Stapel gelegt haben, haben wir 1 Euro reingepackt. Das heißt, das Geld, was wir noch übrig haben, das ist eben 1 Euro für jedes Buch. Also ist das Potenzial, was wir haben, einfach die Anzahl der Bücher, die auf dem Stapel liegen. Oder die Anzahl der Elemente. Und das ist jetzt unsere Potenzialfunktion. Die Funktion, die schaut sich einfach nur die Datenstruktur an, ohne zu wissen, was vorher passiert ist. Die sieht, ah, hier liegen 15 Bücher auf dem Stapel, also müssen wir noch genau 15 Euro übrig haben. Das ist die Potenzialfunktion, ist einfach nur die aktuelle Stapelgröße. Am Anfang liegt also kein Element drauf, also haben wir das Potenzial von D0 ist 0. Zu jedem Zeitpunkt liegen mindestens 0 Bücher drauf. Wir können nie negative Anzahl an Büchern haben, also ist unser Potenzial immer größer gleich 0. Das heißt, es erfüllt genau unsere beiden Bedingungen, die wir an die Potenzialfunktion haben. Wir starten mit 0, wir kommen niemals ins Negative. Wir haben jetzt also eine Funktion und daraus können wir jetzt unsere Kosten analysieren. Wie kommen wir jetzt also auf die amortisierten Kosten? Wenn die ITER-Operation eine Push-Operation ist, dann erhöht sich das Potenzial um 1. Also wir legen ein Buch drauf und wir legen 1 Euro rein. Also wir haben 1 bezahlt, 1 tatsächliche Kosten und wir haben unser Potenzial, das Geld, was wir zur Seite gelegt haben, um 1 erhöht. Heißt, unsere Potentialdifferenz liegt hier bei 1. Die amortisierten Kosten für diese Operation sind jetzt als tatsächlichen Kosten, also die 1, plus die Potentialdifferenz ist also genau bei 2.
Und jetzt gucken wir uns eine Pop- oder Multi-Pop-Operation an. Da verringert sich unser Potenzial, weil jedes Buch, das wir runternehmen, das hat ja 1 Euro drin gehabt und die verlieren wir. Also unsere Potenzialdifferenz ist eben genau die Anzahl der Bücher, beziehungsweise minus die Anzahl der Bücher, die wir runtergenommen haben. Und wir nehmen Minimum aus KI und Größe des Stapels runter. Also wenn es geht, KI viele, aber wir können natürlich nicht mehr runternehmen, als drauf liegen. Das heißt, unser Potenzial verringert sich um diese Zahl. Und die tatsächlichen Kosten ist aber auch genau diese Zahl. Also wir haben genauso viele Bücher runtergenommen. Also waren unsere Kosten auch eben genau Minimum aus KI und Size von I. Wenn wir uns also die amortisierten Kosten für diese Operation anschauen, sind es die tatsächlichen Kosten plus die Potenzialdifferenz, also minus das hier. Und dann kommen wir auf amortisierte Kosten 0. Und es sind genau die gleichen amortisierten Kosten, die wir auch bei der Buchhaltermethode hatten. Da haben wir auch gesagt, ja, beim Einfügen, wir zahlen 1 fürs Einfügen und legen 1 Euro rein. Und beim Rausnehmen bezahlen wir das einfach mit dem 1 Euro, was im Buch war. Dann können wir es hier halt jetzt unabhängig von dem, was das noch sagen, wir müssen jetzt immer das 1 Euro reinlegen, können wir es einfach alles über diese Potenzialfunktion beschreiben. Indem wir uns einfach angucken, ja, unser Potenzial ist halt die aktuelle Größe und allein darüber können wir jetzt die amortisierten Kosten analysieren. Bei dem einfachen Beispiel hier kommt es wirklich aufs Gleiche raus. Wenn Sie später mal irgendwelche komplizierteren Sachen machen, wie zum Beispiel die Fibonacci-Heaps, da kommt man dann mit der Buchhaltermethode nicht mehr so weit. Da muss man wirklich so eine Funktion aufstellen und diese Funktion sich angucken. Deswegen sollte man diese Methode auf jeden Fall mal gesehen haben, um zu sehen, was hier dann passiert. Aber für alles, was wir machen, reicht normalerweise die Buchhaltermethode aus. Also, die amortisierten Kosten pro Operation sind Theta von 1, nämlich 2 bei Push, 0 bei allen anderen. Also sind die tatsächlichen Kosten im Worst Case über n Operationen Theta von n. Egal welche Folge aus n Operationen wir ausführen, wir bezahlen nie mehr, es kostet uns nie mehr als 2n. Also sind die Worst Case Kosten hier auch Theta von n. Hierzu irgendwelche Fragen. Dann kommen wir zum letzten Beispiel. Wir nehmen nochmal unsere dynamischen Tabellen. Ich habe hier jetzt nochmal die ganzen Definitionen kurz zusammengeschrieben. Also die amortisierten Kosten sind tatsächlichen plus die Potenzialdifferenz. Und daraus kriegen wir die Summe der amortisierten Kosten ist größer gleich die Summe der tatsächlichen. Und die Idee ist jetzt wieder wie bei der Buchhaltermethode. Wenn wir nicht kopieren, dann erhöht sich unser Potenzial um 2. Und wenn wir kopieren, dann erhöht sich es um 2 minus i minus 1. Also wir kopieren i minus 1 Elemente, das heißt, es verringert sich um i minus 1, weil wir das bezahlen müssen. Aber wir legen 2 Euro wieder drauf, mit dem wir für später dann bezahlen können. Malen wir uns das also mal in der Tabelle auf. Schauen uns an, wir sind im Schritt i. Was sind die amortisierten Kosten für diesen Schritt? Was sind die tatsächlichen? Was ist die Potenzialdifferenz? Und was ist unser aktuelles Potenzial? Wenn wir anfangen, haben wir noch kein Element, also liegt unser Potenzial bei 0. Wir starten immer mit Potenzial 0. Jetzt gehen wir den ersten Schritt an. Wir fügen Element 1 ein. Das kostet uns natürlich nur 1. Wir schauen nach, wie viel ändert sich unser Potenzial. Sagt hier, wir müssen nichts kopieren, also verändert sich um 2. Das heißt, unser Potenzial hier
Ja, die amortisierten Kosten sind bei 3, unser Potenzial ist bei 2. Und das entspricht jetzt tatsächlich dem Geld, was wir hier vorhin draufgeschrieben haben. Schauen wir uns gleich nochmal an. Kommen wir zum nächsten Schritt. Wir fügen ein Element ein. Das heißt, was kostet uns das? Wir müssen die 1 kopieren und wir müssen das neue Element hier hinschreiben. Also sind tatsächlich Kosten 1. Ich schiebe mich gleich schon mal hier weg. Hier ist Platz, weil ich sonst gleich eh im Weg bin. So. Also, Kosten sind 2. Wir gucken uns die Potentialdifferenz an. Wir sind bei Kopieren. Wir mussten irgendwas kopieren, also verändert sich das Potenzial, wie hier steht, um 2 minus 1, also 2 minus 1. Das ist unsere Potentialdifferenz, ist eine 1. Das heißt, die amortisierten Kosten und das, was hier steht, plus das, was hier steht, ist eine 3. Und das aktuelle Potenzial hat sich um 1 erhöht, also ist jetzt bei einer 3. Nehmen den nächsten Schritt. Fügen die nächste Zahl ein. Wir müssen also zwei Elemente kopieren, müssen es einfügen. Das heißt, es kostet uns 3 Zeiteinheiten. Gucken wieder nach, was ist die Potentialdifferenz? Wir haben was kopiert, also müssen wir in der Zeile schauen. 2 minus 3 minus 1, also 0. Die amortisierten Kosten sind also 3 plus 0 ist 3. Unser Potenzial ist immer noch eine 3. Fügen Element 4 ein. Das kostet uns nur 1, wir müssen nichts kopieren. Das heißt, die Potentialdifferenz ist eine 2. Wir summieren die auf für die amortisierten Kosten, kommen auf eine 3. Und das aktuelle Potenzial ist eine 5. Und so geht es jetzt weiter. Wenn wir das nächste Element einfügen, ist noch 4 kopieren, 1 reinpacken, also tatsächliche Kosten 5. Potentialdifferenz ist 2 minus 4 ist minus 2. 5 minus 2 ist amortisierte Kosten 3. Und das aktuelle Potenzial ist eine 3. Und so weiter. Und jetzt fällt uns hier auf, egal was wir hier gemacht haben, die amortisierten Kosten sind wir jeweils mal bei 3 rausgekommen. Immer wenn wir die tatsächlichen Kosten nehmen und diese Potentialdifferenz drauf summieren, dann kommen wir hier genau bei einer 3 raus. Und wenn uns dann amortisiert jeder Schritt 3 kostet, dann haben wir natürlich amortisiert konstante Laufzeit, also über n Schritte lineare Laufzeit. Und das kann man hier jetzt wirklich schön nochmal mit der Buchhaltermethode vergleichen. Wenn wir uns tatsächlich dieses Potenzial anschauen, sagt uns das eigentlich immer genau, wie viel Euro haben wir hier noch übrig. Also schauen wir uns Schritt 1 an, da hatten wir hier 2 Euro, das Potenzial ist eine 2. Im zweiten Schritt, wir hatten hier 3 Euro liegen, das Potenzial war eine 3. Im nächsten hatten wir hier 1 Euro und hier 2 Euro liegen, also insgesamt 3 Euro und das ist genau unser Potenzial. Dann kam 2 dazu, ist unser Potenzial 5. Wir haben hier 5 Euro liegen. Wenn wir dann wieder kopieren, haben wir hier 1, 0, 0, 0, 2, haben also 3 Euro da liegen, also steht da eine 3. Dann wird es eine 5, dann eine 7, dann eine 9 und so weiter. Das Potenzial gibt uns wirklich einfach genau das Geld an, was wir hier noch draufgelegt haben. Und um das Ganze hier jetzt mit der Potenzialfunktion richtig zu machen, müsste man sich jetzt eben eine Funktion überlegen, die uns einfach nur, wenn man diese Datenstruktur anschaut, diese Zahl ausgibt. Und das kann man gut machen, aber das habe ich hier jetzt mal weggelassen, weil das einfach nur eine blöde Formel wird. Damit will ich euch jetzt einfach nur den Zusammenhang zeigen, der zwischen der Potential- und der Buchhaltermethode ist. Dass das im Prinzip, wenn man sich es mal so als Tabelle aufschreibt, kommt man da genau auf die gleichen Sachen. Es ist immer, das sagt uns hier einfach nur, wie viel Geld ist noch übrig. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man eben genau auf das Geld, was man draufgelegt hat. Und wie schaut es jetzt mit den Kosten aus? Jetzt bin ich hier schon wieder im Weg. Ich glaube, das hier drüben brauchen wir nicht mehr. Also gehen wir mal hier hin. Also die tatsächlichen Kosten, die wir haben, sind jetzt, wie wir hier geschrieben haben, höchstens die Summe der amortisierten Kosten. Da steht überall eine 3, also sind die tatsächlichen Kosten in Theta von n.
Gibt es hierzu Fragen? Jetzt mal, ich habe Sie ein bisschen überrumpelt mit den Sachen heute. Das war jetzt auch definitiv eins der schwereren Themen aus der Vorlesung. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, dass wir in der Klausur, dass ich euch keine Potentialfunktion aufschreiben lasse. Wenn was mit amortisierter Analyse kommt, dann lässt sich das immer mit Aggregation oder Buchhaltermethode lösen bei den Sachen, die wir machen. Ist ein bisschen einfacher. Aber eine der beiden Methoden solltet ihr schon verstanden haben und auch lösen können. Und für alle, die schon mal in die Probeklausur reingeschaut haben, da ist auch eine Aufgabe dabei, bei der ihr eine Laufzeit analysieren müsst. Ich glaube, es war Aufgabe 7, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ihr die bisher gemacht habt, habt ihr dann eine schöne Laufzeit rausgekriegt. Aber falls ihr euch die nochmal anschaut, dann versucht die ruhig nochmal mit amortisierter Analyse zu lösen. Und dann werdet ihr drauf kommen, dass die amortisierte Laufzeit davon auch viel besser ist als die tatsächliche Worst-Case-Laufzeit. Da lässt sich das dann nochmal ganz schön dran üben. Ansonsten schauen Sie sich die Kapitel nochmal im Buch an, im Common-et-al-Buch. Da sind dann auch nochmal ein paar Übungsaufgaben mit drin, an denen Sie nochmal proben können, ob Sie das denn verstanden haben, die auch nicht zu schwer sind. Aber fassen wir zusammen. Mit der amortisierten Analyse wollen wir eben eine gegebene Folge von Operationen anschauen, wo einzelne Operationen sehr teuer sein können, aber im Durchschnitt sind die Kosten halt sehr niedrig. Und wir haben drei Typen der Analyse kennengelernt. Die Aggregationsmethode, also wir summieren einfach die tatsächlichen Kosten auf und teilen das dann durch die Anzahl der Operationen. Wenn wir das machen können, also wenn wir leicht an die tatsächlichen Kosten kommen, ist das wahrscheinlich die einfachste Methode, weil man sich da nicht so viel überlegen muss, man muss einfach nur rechnen. Die Buchhaltermethode, wo wir uns überlegen, ja, wie viel Geld müssen wir jeweils zur Seite legen, damit wir später bezahlen können. Da muss man schon mehr Überlegungen anstellen, dafür ist er aber auch mächtiger und wir können damit Sachen beweisen, die mit der Aggregationsmethode nicht so einfach gehen. Und die dritte im Bunde, die Potentialmethode, aber definiert einfach für den aktuellen Status der Datenstruktur ein Potenzial. Das ist das mächtigste von allen. Man muss sich halt einmal eine Funktion überlegen, die für eine gewisse Datenstruktur funktioniert. Aber dann muss man sich nicht mehr überlegen, wie viel man denn jetzt bei den einzelnen Operationen ausgeben oder zunehmen muss. Und das ist besonders dann gut, wenn man viele komplizierte Operationen hat, wo es eben sehr schwer ist, sich zu überlegen, ja, wie viel muss ich da denn jetzt tatsächlich ausgeben? Wie viel kostet mich die Operation tatsächlich? Wie viel muss ich zur Seite legen? Hier muss man sich eben nur einmal für die Datenstruktur so eine Funktion überlegen. Und das ist von den dreien wahrscheinlich die mächtigste, auch die komplizierteste, weil man so eine Funktion erstmal braucht. Aber wenn man die man hat, dann fällt alles da sehr schnell zusammen. Und häufig, wenn man jetzt eben so Folgen von Operationen hat, will man diese amortisierte Laufzeit analysieren. Es kommt auch in sehr vielen Artikeln vor, dass es vielleicht ab und zu mal viel kostet, aber eben amortisiert man sehr gute Laufzeiten hat. Und das kommt auch in vielen Datenstrukturen und Algorithmen vor, die dann in der Praxis verwendet werden. Da ist es dann häufig auch nicht so schlimm, wenn man ab und zu mal ein bisschen mehr bezahlt, wenn es dafür im Durchschnitt, also über eine längere Kette von Operationen, wieder sehr gut ist. Gerade wenn man eben davon ausgehen kann, dass man immer mehrere dieser Operationen hintereinander machen wird, bevor man fertig ist, so wie beim Dijkstra. Da ist uns egal, ob man jetzt 10-mal Kosten von 2 haben oder einmal Kosten von 10 und 9-mal von 1. Das kommt insgesamt, nachdem wir eben eh alle Operationen mal durchführen müssen, ja ungefähr aufs Gleiche raus. Also da kommt es uns wirklich nur auf die Summe der Kosten an
und nicht darauf, wie viel jetzt eine einzelne gekostet hat. Das ist dann im Großen und Ganzen komplett egal, dass man mal eine Worst-Case-schlechte Laufzeit hatte. Kommt nur darauf an, was kriegt man am Ende raus. Also wie lange müssen wir insgesamt warten, bis wir unsere Lösung kriegen. Sehe ja, einer tippt noch. Also dürft gerne nochmal Fragen stellen. Ansonsten, bevor ihr euch jetzt gleich wieder verzieht, möchte ich euch nochmal an das erinnern, was ich auch nochmal im Discord geschrieben habe. Und zwar für die Klausur. Ihr müsst euch bis Donnerstag im Porter angemeldet haben, damit ihr die Klausur zu lassen kriegt. Wenn ihr da nicht angemeldet seid, dann dürfen wir euch nicht mitschreiben lassen. Für die Klausurzulassung schaut nochmal, kommt ihr auf genug Punkte? Ihr braucht 110 Punkte aus den Übungsblättern insgesamt. Das letzte Übungsblatt kommt, geht heute online. Ihr müsst einmal eine Aufgabe vorgerechnet haben in der Übungsstunde. Das sind jetzt noch genau 2 Übungsstunden. Also das solltet ihr, falls ihr es noch nicht habt, das möglichst bald machen. Und ihr braucht bis nächsten Donnerstag, der 7.7. um 13 Uhr, müsst ihr mit dem Quiz soweit durch sein. Also ihr braucht 80% der Punkte aus dem Quiz, dass ihr die Klausurzulassung habt. Das sollte nicht so schwer sein, die 80% zu kriegen, weil ihr es eben so oft, wie ihr wollt, wiederholen könnt. Aber ihr müsst es einfach mal gemacht haben. Und auch noch mal in eigener Sache. In der Woche der Klausur gibt es keine Übung mehr. Nein, weil nur einer der Übungstermine überhaupt vor der Klausur wäre. Die anderen beiden sind ja danach. Die Klausur ist ja Donnerstag. Aber wir machen am Mittwoch machen wir noch mal eine Fragestunde zur Zeit von der Klausur. Da könnt ihr ruhig noch mal fragen, was ihr wollt. Und in eigener Sache nochmal die Vorlesungsevaluation. Wäre sehr schön, wenn Sie da Zeit finden. Vielleicht direkt jetzt gleich im Anschluss an die Vorlesung, dass Sie das einmal kurz ausfüllen, auch wenn Sie es vielleicht nicht so ausführlich machen, aber dass ich da überhaupt Ergebnisse kriege, ist zum einen wichtig, dass wir eben die Klausur, die Vorlesung weiter verbessern können. Für die nächsten Jahre ist jetzt die erste Iteration, deswegen ist sicherlich noch nicht alles perfekt. Und zum anderen auch, weil das Feedback für mich wichtig ist und ich es dann auch mal brauche für die Entfristung der Stelle, dass ich hier langfristig bleiben kann. Oh, dann beende ich jetzt einmal kurz die Aufnahme und sage schon mal bis morgen.